Yo, grüß euch zusammen, wieder zurück hier in Marvel's Avengers. Wir haben hier letztens mal hier aufgehört, nachdem wir die Aufgaben abgeschlossen haben von der Nick Fury Quest, wo wir jetzt auch noch natürlich wieder weitermachen natürlich, wieder im Lü-Einsatz. Und dieser müssen wir natürlich zu Fury zum Kommandodeck. Da oben steht der Pimmel auch schon, da gehen wir auch hin. Wir sind hier mit Dr. Bein unterwegs, der läuft derzeit einen Stock im Arsch. So, dann gehen wir mal zu dem Halborgigen. Commander Hill hat mich über Ihre Arbeit informiert. Ich bin beeindruckt. S.H.I.E.L.D. hat die Lage im Griff, aber wir brauchen Sie alle in den Utah Badlands. Dr. Pims Inhuman Allianz hält in ihrem Ameisenhügel die Stellung, braucht aber Hilfe, um die Wüste von Aemon zurückzuerobern. Verlieren Sie keine Zeit. Schicke Belohnungen. Pim braucht also meine Hilfe. Jawohl. Im Ameisenhügel. Sofort. Er hat so viele Ameisen, kann sie alle kontrollieren. Und mein klar, es sind zwar nur Ameisen, aber trotzdem. Der Pim braucht sie einfach nur schrumpfen, fertig. So, mal gucken, tägliche Aufgaben hier. Dann nehmen wir alle natürlich an. Für das Polychoron. Wichtige Substanz, Waldbunker. Ja, nehmen wir auch an. Weil ich spiele auch nebenbei alles privat ja auch das Spiel. Aha, okay. Ah, hoppla. Einfach eins drücken, sollte man auch. Da ist der andere. Wie geht's dem Großen? Er benimmt sich. Danke. Was haben wir da? Ja, nehmen wir auch alles an. So. Dann. Sie haben Landeerlaubnis. Ich übergebe an Adrian. Grüße, Banner. Da hat Spidey sein Werk hinterlassen. Grüß dich, Thor. Nicht wieder mal am Saufen, ne? Hm? Ich warte schon, bis der Skin mal hier reinkommt in das Game, wo du fett bist. Du wirkst heute so ruhig. Ich habe gute und schlechte Tage. Heute ist es nicht schlecht. Dann wird uns deine andere Hälfte also keinen Besuch abstatten? Nur wenn du unbedingt darauf bestehst. Gut. Gut. Aha, sehen wir hier vielleicht Thor Ragnarök auf dem Helicarrier? Hm, da müssen sich alle wohl die Unterhosen wechseln, weil das wird eine echt blutige und scheiß Aktion. So. So, mal gucken, was wir hier bekommen überhaupt. Nee. Blaue Ausrüstung hau ich mir nicht mehr rein. Was habe ich da bekommen? Unveränderliche Myofibrille. Myofibrille! Was ist das für eine Brille, Mann? Uninteressant. Ah, hoppla, wir müssen ja Einsatzziele gucken. Was müssen wir machen? Utah Badlands. Utah. Bedrohungssektor abschließen, müssen wir dort Abwurfzone müssen wir abschließen, wir müssen 80 Truppen ins Jenseits befördern, Heldenkarten heraus von abschließen. Hey, was? Ach nö. Heldenkarten Herausforderung, ist es nicht der Dreck? Ja, da bin ich mit Hulk schon full. Ja, wie man sieht, bin ich mit Hulk schon voll, weil ich habe da den Le Joe Fixit Ding. Oh, da muss ich einen Held nehmen, wo ich nicht so weit bin. Ah, wen nehmen wir da am besten? Hm. Ich würde aber gerne eine Mission mit Hulk nochmal machen. Utah Badlands haben wir hier. Utah. So. Abwurfzone war das und Bedrohungssektoren, also als Gefahrensektoren. Was haben wir da? Gefahrensektor. War doch Gefahrensektoren. Der andere Dreck war das nicht. Ja, Gefahrensektoren war das. So, dann nehmen wir einfach mal den Dreck da, den Human-Zustand.
Ich hoffe, ihr hattet richtig Laune und Lust, das Video, Folgevideo von mir anzuschauen. Beziehungsweise habt ihr auch so mitgefiebert wie ich oder hattet Lust, es anzuschauen, mich weiter zu ertragen. Für Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen. So viel steht schon mal fest. Nimm man sich die Katze. Jawohl. So, Abfahrt. Ich habe jetzt auch hier für Tony. Okay, Avengers. Unsere Speer melden einen Ausbruchsversuch in einem Gefängnis von AIM. Visitenkarte. Die Inhumans brauchen unsere Hilfe. Echt fetzig aus. Holen wir unsere Leute. Ja, holen wir unsere Leute. Der große Grüne geht jetzt da rein, klatscht mal fett in die Hände, legt einen Krapfen. Ihr müsst alle Inhumans sicher rausholen. Dann übernehmen wir. Verstanden, Dr. Pym. Durchsuche das Gebiet. Also Ant-Man wäre auch richtig mal nice für das Game. Wenn irgendwie Hank Pym, da war. Ich habe Gefangene in Humans geortet. Sie werden in mobilen Zellen. Na komm, Nick Fury ist auch wieder zurückgekehrt. Und wir hopen. Und hopen. Hopen. Hui. Hachi. Haya. Hase. Stell dich mal so einen chinesischen Hulk vor. Ja, los. Los mit dem Brot. Jetzt geht's Saures. Da geht's aber nichts mehr. Ich muss weiterziehen. Da sind sie. Sie müssen die Sperrmechanismen zerstören, um die Zellen zu öffnen. Ich muss die vielleicht zerstören. Ich geh jetzt mal nach hinten Fragezeichen machen. Die drei Fragezeichen. Wo kommst du so schnell her? Opa! Hey Burschen! Lang nicht mehr gesehen. Lass uns plaudern. Hier, ich muss wieder mal den Boden auflockern. Ich muss hier dann meine Ernte reinmachen. Hoppa! So, dann müssen wir hier oben noch aufmachen. Auf ist der Dreck! Geschützt, so machst du das. Oh, bam! Komm mal her da. In der Luft! Ich hab mal wichtig. Eine Kiste. Jetzt betrachten wir, wie Hulk mit seinen gefühlt Schuhgröße 80 die Kiste auftritt. Und die Kiste steht immer noch. Oh, im Gerichtssaal. Meine Faust hat gesprochen. Oh. Badet die Energie. Ja, ist vorbei. Warte, da ist noch jemand. Bevor der losspuckt. War das typisch für die Avengers? Ja, es ging doch irgendwie, dass ein Charakter das aufmachen kann. Tony, steh nicht so da rum, oder Spidey. Mach den Scheiß da auf. Ich krieg jetzt schon Anfall. Das ging doch irgendwie. Mit welcher Taste? Aber nein, da hebe ich den Stein auf. Ich glaube, ja, Tony kriegt den Dötz. Ha.
Das wollte ich nicht tun. Aber gut zu wissen, dass ich das kann. Ja, scheiß drauf, geht nicht auf die Kacke. Bei Alter, irgendwie ging das doch. Oder ist er schon wieder rausgenommen worden aus dem Game? Oder ich kann das nicht machen, oder ich kann das halt nicht tun. Ja, okay. Gehen wir da nach hinten, da warten auch ein paar frische Opfer. Guck mal hier, großer Stein und du fliegst. Hui, ist wie Vater hier. Freizeitpark, tschüss. Ihr wart von den Hohne. Und ihr ebenfalls, Fliegenklatsche. Fang mal. Fliegenklatsche, bam, weg damit. Hau weg den Dreck, auf hau weg Artis. Oh, geht das. So. Und Schmackes. Bisschen die Knochen schütteln hier. Chiropraktika wieder am Werk. Chiropraktika, Hulk! So, der Dreck ist offen. Oh, im Gerichtssaal. Oh, ein großer. Und die Backpfeife, bam. Wieder so. Damit aus. Und jetzt mit dem Brustton der Überzeugung. Ja, hier bitte, da habt ihr ein paar Felsen. Alles in Aktion. Alles. Gratis nehmen sie. 3 plus 1 gratis. Frisch im Bauhaus. Keine Zeit vielleicht, ihr macht das, ich muss die Sitzung befreien. Einer muss die tun. Was? Du musst jetzt gar nichts sagen, du musst jetzt die Fiese gar nicht. Hey, guck mal. Da ein bisschen Felsen, Bearbeitung. Mal sehen hier. Arschbombe! Bam! Fett in den Arsch. Vor ihnen sind Inhumans in einen Kampf verwickelt. Nix. Hoppa. Und das Spray. Hatte mich verwundert, dass echt, warum das andere Fragezeichen endlich drauf ging. Kollege, ich habe ein Geschenk für dich. Das nennt sich Felsen. Frisch gepflückt. So ist aber unartig. Open.
Oh, da hätten wir zu mehr Feindzeichen. Verstärkung ist eingetroffen. Okay. Schützen Sie die Inhumans. Mach mit der Batterie. Ja. Ausgangssperre. Jawohl. Kamella. So, abhalt. Weg mit dir. Und der nächste. Hier. Steig auf die drauf, du Dreckchen. Ich will was zum Kloppen haben. Da kommen die. Tschüss. Ich hab ein Geschenk für dich, nennst du Stein, bam, weg dich. Oh ja, ein großer. Gut, wir halt noch. Sie sind sicher. Gut. Begeben Sie sich zu der Position auf Ihrem Hut. Thermenstufe erhöht, jawohl. Oh, eine Kiste. Klatsch. Dreck drin. Wie ist in den meisten? Immer nur Dreck. So, dann fahren wir mal nach links. Ja, komm, halt, wir kämpfen. Ja, da fang mal. Ja, weg bist. Kinder der frischen Natur. Ich bin da. Es hat sich ausgerüttelt. Die Schütze hat nicht gerüttelt, wie sie Knochen haben. Da fangen wir den Kollegen hier. Oh, der geht gleich hoch. Donnerklatsche! Bam! Klatscht mit in die Hände. Wieso krieg ich nur Dreck? Interagieren Sie mit dem Objekt vor Ihnen. Nein, ich interagiere damit gar nicht. Geht jetzt aber nach hinten hier. Ein Fragezeichen auf. Das darfst du nicht kommen, Sir, ne? So kleiner Drecksprimit. Ich bin da ein scheiß Eisstrahler da. Wenn ich hier mit Eis rumspielen wollte, geht zurück in den Arktis, wo er herkommt. Drecksloch. Ja,
hin, halt die Küche wieder auf. Überraschung! Du machst unartig! Hilfe! Oh ja, Hilfe kann ich auch! Zack, hier hast du Hilfe! Wer traut sich das? So traust dich mich anzugreifen? Komm her da! Zeig mir meine Therapie! Das nennt sich Schmerztherapie! Ich bin jetzt endet so! So, kann man da oben irgendwas aufmachen? Tschüss. Oh, hat noch was. Aber. Warte mal. Soll sie Fange nicht weglaufen? Diese Dinge muss ich aktivieren. Genau gehen die hin. Zack, hier. Oh, für oben ist auch einer. Einmal. Wo ist der vierte? Da. Applaus. Welche Tür ist jetzt geöffnet worden? Wieder. Gibt's nicht zu sagen, Kinder. Sie ist am Öffne dich, zack. Jawohl, abgeschlossen. So, das Unter kriegen wir drauf. Weil ich nicht meinen Teamkameraden sagen kann, Leute, macht das bitte auf, ich hab Fettfinger. So, jetzt gehen wir da weiterhin. Aha, aber ist das aktiviert hier. Hau drauf auf das Ding. Diese Feinde müssen besiegt werden. Diese Feinde? Ah, die Feinde. Runter! Das ist kein Spielplatz. Oh, tschüss. Alter. Junge. Was machst du hier so ein Krawall? Wir können doch über alles reden. Du auch? Kostprobe, Heldbart, Tag, Dampfhammer. Auf den Eindreschen, Mann, das ist ja richtig krass. So, Abfahrt. Ihr müsst mir mit. Hulk stinkt nämlich.
bin sowas von bereit. Ja, halt die Power. Abart. Eine Gruppe in Humans für Experimente eingesperrt. Retten Sie sie. Ich will nicht wissen, was für Experimente. Hey, wollt ihr einen Felsen? Ich habe einen. Ja. Ein paar Schläge auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Käfer? Wo ist ein Käfer? Scheiß Drohnen. Hau mal auf die Tasten, großer Grüner. Ich manövriere dich gleich. Aber so kreuzweise irgendwo in irgendein schwarzes Loch rein. Oh, die vier Zellen haben ein Sicherheitssystem, das von einem eigenen Terminal in der Kommandozentrale kontrolliert wird. Das System muss deaktiviert werden, um eine Zelle zu zerstören. Aber das geht nur vorübergehend. Machen wir es da rein. Eins, zwei und dann bis zu vier. Sicherheitsvorkehrung einer Zelle offline. Sie oh, habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich da zu fotografieren, Alter? Ich hab keine Autogrammstunde. Nicht? Tony ist gerade voll dabei. Wir müssen das jetzt zerstören. Ruhe. Wenn ich hier hämmere. Ihr kennt ihr noch diese alte Serie. Hör mal bei der Heimat. Mhm. Der Regisseur war Hulk. Und jetzt mit dem Brustton der Überzeugung. Die Zelle wurde zerstört. Zelle ist offen. Den Fliegenklatscher auspacken. Ah, die Drohnen sind echt das nervigste, Alter. Ist eh schon mit Typen beschäftigt. Geiern die da oben noch rum und schießen auf dich nieder, Alter. Spucken so wie Tauben auf den Klapp. Zelle Nummer 2. Sicherheitsvorkehrung offline. Die Zelle Granate. Scheiß Tauben, Alter. Oh, großer Wichser, Alter, graut sich. Ja, wie geht der Mensch? So dreckiger. Da, ich klatsch mal für euch. Da kriegst du mal Wölfe noch, aber das ist ja ein Kasten. So, das haben wir auch. Jetzt gehen wir zur Zeche Nummer 3. Sie können jetzt die zugehörige Zelle zerstören, aber beeilen Sie sich. Mach's gut mit dem, was du tust und das, was ich mach. Bowling! Alle Leute fast! Zerstört.
Und Gotha. Mach dir die mal, ich geh noch schnell das vierte Türchen öffnen. Fühlt man sich wie ein Advent hier. Warum macht ihr nicht mal eine Pause? Ah ja, hier, ich krieg den Stein noch hinterhergeworfen. Aber oh, wer hat hier so einen Schaß lassen, Alter, wirklich? Sicher du, du Drecksdrohne. Geht dir die Batterie aus, oder was? Achtung, Hulk auf der Bowlingbahn! Bam! Kennt ihr schon den Hulkbuster? So, noch das Türchen zerstören, dann haben wir's. Aber ich nehme mal die zwei neue Farben, den noch hinzuwerfen. Alle Inhumans wurden befreit. Schicke ihnen Koordinaten zur Evakuierung. Jawohl, Leute. Klatschen. Klatschen und tanzen. Jawohl. Also solche Missionen machen mit so einem Hulk echt Fun. Da hat man jede Menge zu kloppen. Gut gemacht. Alle sind jetzt dann. Keiner muss sich hinlegen, das passt auch. Wir machen Fortschritte, aber wir suchen weiter, bis alle Inhumans vor AIM gerettet sind. So, haben wir das erfüllt? Jawohl, also zwei müssen wir noch machen. Ah, okay, ich habe das doch schon gemacht. Heldenkarten raus, dann habe ich auch abgeschlossen. Alles klar. War doch was anderes. Dann sind wir noch eine Abwurfzone zu abschließen und zwei Bedrohungssektoren. Okay. So, da war's da. Dann gehen wir noch zum Charakter. Mal gucken, was für einen Schrott wir bekommen haben. Was? Ich habe einen neuen Emote. Welchen Emote habe ich mit Hulk? Oh, zeig die Muckis. Na, Muckis zeigen hier. Oh, ja, du. Ja. Aber ich habe hier die Raserei am besten. Er zuckt da meistens aus. Da habe ich so, das passt meistens morgens zu mir. Du komm her da, ich mach aus dir Eier. Freundlich, ja, der freundliche Hulk. Mhm. Klatschen. Pro Klatschen passiert in Japan Erdbeben. Hallo. Das, was bei Hulk echt komisch ist, ist erstens das hier. Er macht einfach mal eine Teestunde. Und Hulk ist auch, was sehr an das geht. Er ist wie eine Ballerina. Hat er von Capsiger gelernt. So. Beides Müll, kommt auf den Müll. Da habe ich exotisch drin, also da brauche ich schon bessere exotische Teile. Stufe ist Stufe 5, was haben wir denn noch alles hier? Nein. Nein. Auch ne. Müll weg. Haben wir das bekommen? Ist ja fast genau dasselbe, was ich vorher drin hatte. Uff, da habe ich viel zu viele. Nein. 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 Oh, das ist nicht schlecht, aber es sinkt alles. Stufe 3, Mann, was ist das? Ja, wo schauen wir denn das weg? So, dann sind wir auch noch Champion, haben sie wieder erhöht. Gehen wir gleich zum Champion-Ding und. Was haben wir da? Erhöht den Fernkampfschaden, was haben wir da? Erhöht die Ausgangschance auf einen kritischen Angriff permanent.
Betäubungsschaden beschleunigt die Aufhebung aller Heldenfähigkeiten. Erhöht die Chance auf die Aktivierung von Fortem permanent um 3%. Senkt den. Ah, das mache ich. Ich mache das mit den Vorteilen. Das ist ein nützlicher Boost. Jawohl. So, aber jetzt bei einer Abwurfzone. Wir können das nächste Mal auch wieder halt weiterspielen. Ich will halt immer Abwechslung haben meistens. Weil sonst spiele ich meistens mit hauptsächlich vielen Charakteren, wenn ich halt die schweren Missionen mache oder halt Raids mache, dann spiele ich wirklich permanent einen Charakter, dass ich den hochfetze. Nur wenn ich jetzt solche Missionen zum Beispiel mache oder so einzelne Missionen, so Schurkensektor, Waldbunker oder wie der ganz andere Zeug heißt oder hier solche Aufträge, die mache ich mit beliebigen Helden. Zum Beispiel hier diese Aufgaben, die zeitlich begrenzt sind. Da muss man den Helden spielen. Da in der Form war Hulk auch ziemlich viel gemacht. Ja. Solche Punkte, aber solche hier, die Raids zum Beispiel, diese starke Raids oder wo man halt exotische Teile bekommt. Das sieht man in diesen Symbolen, also das ist legendär, episch, da kriegt man selten und legendär ist nicht so besonders. Hier zum Beispiel beim Omega Raid, da kriegst du ziemlich krassen Scheiß. Das ist sowieso der heftigste Raid überhaupt, Mann. Da kriegt er den krassen Scheiß überhaupt. Natürlich, wenn man auf Elite spielt, dann noch mehr. Oder so ein Megastock zum Beispiel, kriegt man auch gute Sachen. Aber wir machen jetzt noch Bedrohungssektor. Jawohl, auch auf Uta, in Uta-Uta-Land. So, ein Bedrohungssektor. Ah ne, eine Abwurfzone haben wir gesagt. Abwurfzone und Bedrohungssektor. Okay, machen wir jetzt mal eine Abwurfzone. Dann nehmen wir sich gleich mal die da. Abwurfzone. Und werden sie diesmal mit einem anderen Charakter spielen. Und zwar, wie nehmen wir sich da jetzt in die Brust? Nein. Puh, wen nehmen wir sich da? Tor haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Dann nehme ich mal den Donnergott. Muss man auch für ihn einen anderen Skin noch kaufen. Das ist noch der so der Standards, meistens Standard-Skin mäßig von dem drin. Von dem Tor. Hier sieht man die ganzen. Ja, so hat er. Was soll man dazu sagen, ne? Stark-Verbesserung und wo sind seine Haare hin? König Thor zum Beispiel. Also ich tendiere entweder, das ist halt vom Thor-Film, das ist Ragnarök, das ist der neu hinzugefügte Dark Kingdom vom Thor 2, aber ich tendiere meistens immer zum Endgame-Thor, also wahrscheinlich werden wir den noch zulegen, aber sonst habe ich dabei den Wolfram drin. Viele spielen auch mit, entweder mit dem Thor oder mit dem, sehe ich auch viele rumlaufen. Ja, Metal-Fan. So hat man ganz am Anfang bekommen. Oder mit diesen Dingen da, aber. Ja, man, es sieht so aus, als hätte er wirklich so 6 Teller auf seiner Brust kleben, aber ja. Uff, Thor müsste auch besser Teile mal reinbekommen. Ja, den sollte ich auch mal. So, dann würde ich sagen, spielen wir mit Thor. Und nehmen sich. Ja, ich spiele Thor und haben die drei als Partner, jawohl. Hier habe ich natürlich auch die Visitenkarte von dem Spiel Marvel Guardians of the Galaxy. Was ich schon dementsprechend ziemlich schnell und rasant auf Platin gespielt habe. Avengers, unsere Agents im Feld haben die Position eines AIM-Datenbunkers ermittelt. Er enthält Forschung über neue Kampf-Synthoids und muss zerstört werden. Dringen Sie ein, schalten Sie die natürlich, aus in dem Spiel bleibt es so, dass Thor natürlich Mjölnir weiterhin behält. Den Sturmbrecher wird es wahrscheinlich nicht darin geben. Da müsste, glaube ich, gefühlt schon die Geschichte dazu kommen. Lässt mehrere Turbinen, was ist cool, wenn Thor ist? Notgeneratoren betreiben. Hammer! Oder so.
Und er bleibt da hinten wieder kleben und ich kann einfach dann mit Tor einfach per Faust so richtig so nachkampfmäßig einen auf, keine Ahnung. Siehst du, der chillt da hinten mit meinem Hammer. So lange, bis ich einen kurzen Ausraster krieg. Und alle sind. Das komische ist mein Tor. Er kann ohne Hammer schweben. Als wäre er Vision. Aber Thor ist schon ein sehr mächtiger und starker Charakter. Also wenn man da auf der obersten Liga mitspielt und so und die ganzen Elite-Raids macht etc., spielen sehr viele Thor, weil wenn man Thor richtig skillt und gute Ausrichtungsfälle gibt, der Typ kriegt alles. Natürlich auch bei Thor R2 immer drücken, weil da macht er seine Flüchte an, da ist er auch. Er hat keinen Schaden. Also wieder fahren mit Gott. Das ist so meine Lieblingsattacke bei Thor. Wenn man lange Vierkasten drückt, dann schwingt er schon schön den Hammer. Aber muss die gedrückt halten natürlich. Und den. Takedown zu nehmen, noch Makab. Und es macht immer dieses wunderschöne Ding, Dong, Ding. Das ist wie auf dem Weihnachtsmarkt. Also wenn ihr den Glock mal wieder hört am Weihnachtsmarkt oder generell, dann wisst ihr, dass Tor irgendwo in der Nähe ist und mit dem Hammer verlassen wird. Sie haben eine Turbine ausgeschaltet. Hier, fang mal. Um. Ich habe in Asgard viel schwerere Schlachten geschlagen. Das hier war gar nichts. Ding Dong. Die Katze ist down. Du bist Leckerli. Ausgezeichnet. Turbine zerstört. Oh, ein großer. Ich bin hier in Schwierigkeiten. Ich hab dich an der Kette. Hier, viel Durchblutung. Danke, dass du mir geholfen hast. Das ist wie ein Defiader. Das hättest du begonnen, ne? Hier, fang mal. Noch eine Sorte. Ja, ja. Okay, ich geh auch schlafen. Ich schwinge. Und, da gibt's ja so. Die fliegen so schön weg. Alter, der wollte sich an mich reinschleichen. Und tschüss, Bruder. Spaß, das war's. Jawohl. Na, Thor macht schon Bock. Wenn er nicht immer so einen Frustanfall kriegt und säuft. Der Kampfdrücker. Gut gemacht, Avengers.
Sie haben ordentlich für Chaos gesorgt und AIM muss jetzt seine verlorene Forschung wiederherstellen. Ja, für Chaos sorgen ist Tor gut, damit dann haben wir über alles niederschlägt. Lange an der Macht. Jawohl. Ja, das ist ja ein richtiger. Man sieht, die Heldenfähigkeit bei Tor ist wirklich enorm hoch. Klar, die anderen Sieger sind bei mir ein bisschen noch schwach, aber das sollte ich auch irgendwann erhöhen können. Das ist alles für die Katz. So. Jawohl, also Bedrohungssektor und Abwurfzone müssen wir jeweils dann noch eine Abwurfzone machen und dann noch zwei Bedrohungssektoren. Das werden wir natürlich auch dann noch machen. Aber erst natürlich in der nächsten Folge von Marvel's Avengers. Ich hoffe, ihr hattet Spaß zuzusehen, das alles mitzuerleben, wie ich hier drauf gehe meistens oder ich die Leute ins Jenseits befördere. Lasst es mich wissen, was ihr gerne mehr sehen wollt, Helden etc. Ich würde mich über Daumen nach oben natürlich sehr, sehr freuen, weil das gibt mir die Bestätigung, dass ihr die Videos auch gut findet und feiert, so wie ich, beziehungsweise mich noch weiter ertragen wollt. Bis dahin, sehen wir uns dann. Die Mission ist neu hinzugefügt worden. Aha, war vorher nicht drin. Naja. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Da würde ich sagen, wieder ein bisschen mehr mit Tor-Action. Weil der Bock natürlich. Der Odinson. Sag's mir noch weiter in den Kommentaren, ob ihr vielleicht noch einen anderen Helden mehr sehen wollt. Es stehen viele zur Auswahl. Aber soweit macht Tor auch richtig Fun. So, das nächste Mal machen wir natürlich weiter mit der Nick Fury Quest. Oder falls ihr mal sehen wollt, wie ich andere Missionen mache, Raids oder Bunker, solche Missionen, dann lasst es mich auch gerne wissen. Ich stehe für alles offen, wenn ihr von diesem Spiel was sehen oder wissen wollt. Ja, der Marktplatz wird immer täglich aktualisiert. Haben wir Herausforderungen. Haben auch ein paar Aufträge, sind wir fast fertig. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video mit mir zu machen, anzuschauen. Und ihr hattet Spaß. Ah, Rückenschmerzen schlechthin. Naja. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Have a nice day. Euer Manni.